Ja, wir haben ja ganz zufällig schon vorher so eine Art TNT hergestellt. Naja, TNT jetzt nicht gerade. Hinweise stehen nicht zu dicht an der Explosion. Also die Explosion müssen wir auslösen irgendwie. Wir müssen einfach einen Stein nehmen, dagegen schlagen und dann abhauen, weil sonst tot. Bam! Cooler. Und tschüss, und tschüss, und tschüss. Kaboom! Yay! Das hat bestimmt kein Zombie gehört. Wusstest du, dass der Erfinder des TNTs, dass der den Nobelpreis gestiftet hat? Echt? Ja, das TNT hat der Alfred Nobel erfunden. Das Aha. war nämlich so, der wollte halt einen Sprengstoff herstellen, den man für den Bergbau benutzen kann. Und dann war der so deprimiert, als er gesehen hat, dass das für Kriegszwecke benutzt wird, dass er dann den Nobelpreis gestiftet hat. Wow. Und Wusste ich gar nicht. Glycerin benutzt man ja auch für irgendwelche Herzkrankheiten. Und ihm wurde das dann auch am Ende verordnet und er hat es dann abgelehnt. Irgendwie. Und dann ist er gestorben. Ja, das passiert jedem irgendwann mal. Ach, schon wieder Erinnerung. Ganz toll. Also laut Internet noch. Warum tust du das? Weil ich's kann. Okay. Toll. Lang war die Erinnerung. Wow. Ich glaube, ich habe das mit meinen 5 FPS gar nicht mitbekommen. Ja, das liegt entweder an meiner Internetverbindung oder an meinem PC. Oder an beiden. Das kann gut sein. Aber immerhin, es ist jemand dabei, mit dem ich reden kann. Oh Gott, jetzt kommt sowieso ein Raum, da wird's ganz, 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 ganz doll schlimm. Hast du immer noch Angst? Ja, ich habe immer noch Angst. Geht. Ich stelle mich jetzt mal hier so lange hin, bis du siehst, was ich auch sehe. Du meinst diese Viecher, die da hängen? Ja. Oh. Ekelhaft. Wie lange hängen die hier schon? Das sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, das soll Schweinekörper darstellen. War die eine Notiz nicht aus dem 17. Jahrhundert? Ja. Sagt Vielleicht ja auch hängen die auch schon spät. so lange. Aber es hieß ja irgendwie der eine Notiz, Alexander von Brennburg wäre unsterblich. Der ist ja auch irgendwie seit, ja. Hat da eine Zünderbüchse im Regal? Nee, das ist glaube ich Öl, oder? Das ist Öl, cool. Öl. Wie viel habe ich jetzt noch? Nee, ich meinte im Regal, da stand es aber so umgeschmissen. Also Oh. es war auch so ein Zylinder. Glaub, die habe ich aufgenommen. Oh, Schimmliges Brot. Lecker. dann habe ich es nicht gesehen mit meinen 10 FPS. Immerhin, von 5 auf 10 verbessert. Okay, Oh. das war Ganz am schönes Anfang waren es noch schimmliges 10. Brot. Das ist eine Kiste. Hallo. Hallo? Man kann sich übrigens mit Kisten verteidigen. Also ein bisschen. Man kann, wenn so ein Monster auf dich zugelaufen kommt, kannst du es mit einer Kiste abwerfen und dann strauchelt es ein bisschen zurück. Aber nur ein Ach, bisschen, also. wie bei Donkey Kong Country. Ja, so ungefähr, wie bei diesen Viechern, die so fast unsterblich sind. Oh mein Gott. Ja, wenn man bei Donkey Kong Country ein Fass in der Hand hat, dann nimmt es immer einen Schaden. Also es bewahrt einen vor einem Schaden-Dingens, wie auch immer. Okay. Hallo. Hallo. Ich habe einen Teppich in der Hand. Das ist interessant. Ja, okay, einfach mal weiter. Nicht so viel Zeit Klassischer jetzt hier Teppich. verplempern. Also bis jetzt kamen erstaunlich wenig Monster, was mich ziemlich beunruhigt. Eins. Hier ist eine Weinflasche. Trinken. Kaputt. So, gehen wir mal hier rein. Der Wein wäre bestimmt teuer gewesen, wenn es Wow! schon Scheiße! 100 Jahre alt ist. Wow! Und tschüss und weg und bis dann und wow. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade mitgekriegt habt. Ich habe eine Tür aufgemacht und mir kam ein Monster entgegengelaufen.
das habe ich nicht mitbekommen mit meinen 3 FPS. Oh, fuck. Keine Angst, ich bin doch bei dir. Ja, toll. Oh, jetzt soll ich auch noch stimmen. Wollen wir die herkommen? Ja, mir ist echt gerade so ein Zombie entgegengelaufen, ja? Ich habe eine Tür aufgemacht, da war ein Zombie. Aber komischerweise macht er die Tür nicht kaputt, das verstehe ich nicht. Also ich habe die Tür wieder vor seiner Nase zugeschlagen. Haben Zombies überhaupt eine Nase? Keine Ahnung. Jedenfalls vor seinem Gesicht. Also die bei Zelda nicht. Und er macht die Tür komischerweise nicht kaputt. Das ist das, was mich ziemlich wundert. Oh, noch eine Erinnerung. Ganz toll. Au. Igitt. Also, und? Wenn du das im Video mitkriegst, dann verstehst du, was ich meine. Mit dem Au. Maschinenteile, da wollen wir hin. Warum auch immer. Wow! Feuer. Ja. Ja. Ganz toll. Hallo, Feuer. Hallo. Ich hab mich jetzt erschreckt, aber egal. Ich höre nichts. Du hörst nichts? Ja, verstehe ich nicht. Aber gut, vielleicht. Nee, das ist bei der Bildschirmübertragung so. Da gibt's keine Dingensweg, wie das anders funktionieren könnte. Schade. Naja, muss ich mich halt mal schlau machen. Okay, Also die einzige Möglichkeit geht irgendwie, dass ich mich dann selbst höre, aber wow. Das kann einen dann ziemlich nerven, sage ich jetzt mal. Das kann ich mir vorstellen. So, jetzt haben wir hier erstmal 2 komische Dampfstäbe. Und zwar haben wir irgendwie im letzten Part so eine Notiz aufgesammelt, in der steht, dass... Ja, toll. Und zwar Anleitung Auszugsmaschine. Wir brauchen 3 Dampfstäbe. Einmal Funktion Trinity Dampfstab, 4 Phasen Amplituden Dampfstab und kompletter Dampfstromkreislauf Dampfstab. Den Kreislauf Dampfstab haben wir schon eingesammelt und die restlichen 2 liegen hier. Das ist einmal der Trinity Dampfstab und einmal der... Wow. Okay, du hast wieder nicht gehört. Es hat gerade ein Zombie geschrien. Nur damit du es weißt. Und der ist jetzt hier. Okay. Ja. Und das ist jetzt der schlimmste Part. Und zwar... Ich versuche jetzt zurückzukommen. Ich habe jetzt das, was ich möchte. Ich habe die 3 Dampfstäbe. Und jetzt versuche ich zurückzukommen in die hintere Halle. Das Blöde ist... Ich will jetzt zurücklaufen und da sind Zombies. Überall. Auf dem ganzen Weg. Also auf jeden Fall 2 Stück. Garantiert. Es also gibt eine Möglichkeit, man kann durchrennen und hoffen, dass einen den Monster nicht erwischen. Oder man kann versuchen, an ihn vorbeizuschleichen. Das geht auch irgendwie, aber frag mich nicht wie. Egal, hier liegt noch ein Zettel. Im Falle eines fehlenden Stabes, eigentlich ist die Notiz unwichtig, weil wir ja den fehlenden Stab, den fehlenden in Anführungszeichen, schon haben. Weil den haben wir ja aus dem Studierzimmer geholt. Deswegen ist die Notiz eigentlich unwichtig. Brauche ich auch gar nicht vorlesen. So, da draußen vor dem Feuer müsste jetzt ein Viech stehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob ich die Tür ziehen muss oder drücken. Drücken. Hi, Vieh. Okay, da steht keines. Ah, es ist in der Nähe. Oh mein Gott, ich hab nicht keinen Bock. Ich will nicht. Ich will da nicht raus. Mann. Zwing mich nicht. Keine Angst, ich bin noch bei dir. Ja, ganz toll. Es ist. Gib mir so... Oh, wow. Wow, es kommt. Fuck. Oh, ich hab's gesehen. Wow, cool. Ich bin nicht hier. Ich tu nur so. Na dann. Boah, ich höre den immer noch. Vielleicht, weil er immer noch da ist. Ja, das macht Sinn. Natürlich ist er noch da. Aber... ich sollte keinen Lärm machen. Das wäre eine ganz gute Idee. Okay, dann bin ich jetzt mal ganz ruhig. Ja, du kannst Lärm machen. Ich meine nur hier im Spiel. Mit so Säcken schmeißen und... Oh. Er steht immer noch da draußen. Gerade habe ich ihn ein bisschen durch die Türspalt gesehen.
Hey, man kann da tatsächlich ein bisschen durch. Nee, kann man nicht. Na, doch, so ein bisschen kann man durch den Türspalt sehen. Also jetzt höre ich ihn nicht mehr oder ich bild's mir nur ein. Ich sehe nichts. Das glaube ich dir. Ich will da nicht Oh. raus. Du musst doch. Sonst kannst du dieses Spiel niemals besiegen. Okay, da scheint kein Viech zu sein. Wir haben jetzt schon zwei Leute in Zelda geschrieben, dass ich den ja wieder böse fühle. Okay. Zumindest an manchen Ich Stellen. sehe das Viech. Es kommt auf mich zu. Also wegrennen, einfach wegrennen. Ich sehe es auch. Wow. Also weg, weg, Mit weg, weg, dem weg. Zehn FPS. So. Das war jetzt blöd. Also ich hab's gerade gesehen. Das ist total doof, weil es läuft immer hin und her zwischen diesem Feuer da und zwischen dem einen großen Raum, der da in der Nähe ist. Und man muss es immer genau so abpassen, dass man in diesen Raum neben der Bar irgendwie so läuft, dass das Monster einen nicht sieht. Oder man rennt einfach durch, so wie ich das gerne mache. Oder du packst dann Metal Blades und Ja, führt das Ding. toll. Das, wenn ich welche hätte. Oder du packst deine Ocarina aus und spielst die Hymne der Sonne. Okay, er kommt. Ich hoffe, er hat mich jetzt nicht gesehen. Das wäre ganz, ganz doof. Meine Güte, jetzt steht er wieder hier. Wow, er klopft gegen die Tür. Und tschüss. Wow, der klopft gegen die Tür. Er hat die Tür kaputt gemacht. Oh nein. Er bleibt draußen. Hier ist nichts drin. Es ist wirklich schade, dass ich den in die Games auch nicht höre, so wie die ganze Atmosphäre für mich verloren. Ja. Für mich ist ja genug da. Oh. Ja, natürlich. Du bist total unwichtig, ne? Und so. Ja, ich bin unwichtig, ist ja dein Spiel. Und dann bin ich ja total unwichtig. Wehe, du stehst jetzt gleich vor mir, ja. Er hat die Tür kaputt gemacht. Jetzt kann ich nicht mal mehr richtig nachgucken, ob und überhaupt. Okay, er steht nicht mehr da. Und ich sollte vielleicht mehr bei dir schauen, anstatt auf meinen Desktop. Das wäre auch eine gute Idee. Auf dem einen Bildschirm bist du, auf dem anderen ist mein toller Desktop. So, wo bist du, Viech? Ich sehe dich. Kommst du mir entgegen? Nein, es läuft in die andere Richtung. Das ist super. Wow, fuck. Okay, ich renn, ich renn, ich renn. Das Viech verfolgt mich jetzt. Lauf. Oh, daneben. Moment, es sieht mich nicht mehr. Wird's im Dunkeln versteckt, jetzt sieht's mich nicht mehr. Ist das krass. Nein, 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 es läuft auf mich zu. Okay, ich hau einfach ab. Ich höre jetzt die ganze Zeit so einen ekelhaften Sound in meinen Ohren. Das Viech ist, glaube ich, immer noch hinter mir her. Ja, ja, ich höre es immer noch brüllen. Wow, jetzt kommt mir auch noch ein anderes entgegen. Ja, ja, klar. Ja, ja, es ist toll. Ist gut. Wow, nuts! Scheiße! Er hat sein Fatality ausgeführt. Dunkelheit kann als Versteck dienen. Ja, sowas von gar nicht. Was, ich starte hier? Das ist nicht euer Ernst, das ist ja geil. Ist es jetzt gut, dass du da startest oder schlecht? Das Viech sieht mich. Es ist in der. Boah, guck euch mal an, wie hässlich das Teil ist. Das trifft mich nicht mal. Das ist das geil. Guck dir das an, es greift mich an, es sieht mich nicht. Es sieht mich schon, aber es trifft mich nicht, weil ich hier so versteckt bin. Es ist hässlicher als die Zombies in Marco und die Zombies in selber. Ja. Es sieht so aus, als hätte es irgendwie Lumpen an oder sowas. Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Stein hätte, auf ihn draufwerfen könnte. Ich glaube, man hört dich jetzt kaum, weil die Musik so laut ist. Oh,
Das ist toll. Wow, mein geistiger Zustand ist gerade so schlecht, dass ich zusammengebrochen bin. Vielleicht finde ich ja Musik, toll, die bei mir auch die Stimme zeigt. Castlevania. Also ich lasse mich jetzt nochmal von dem töten, weil ich glaube, wenn ich Glück habe... Wow, ich stecke hier fest. Das ist episch.